Claudia Gülzow ist vielen sicherlich noch aus der Vox-Sendung Mieten, Kaufen, Wohnen bekannt. Mit ihren wasserstoffblonden Haaren und ihrer einzigartigen Art wurde sie schnell zur Kultmaklerin. Doch eine Krebsdiagnose beendete ihre TV-Karriere. Die 51-Jährige litt an Kieferkrebs und musste sich einigen Operationen am Kiefer und an den Zähnen unterziehen. Ihre Ehe ging laut Berichten der Bild in die Brüche und die einst so beliebte Show wurde abgesetzt. Aber jetzt geht es wieder steil bergauf mit Claudia Gülzow. Der Krebs ist besiegt und auch eine Rückkehr ins Fernsehen ist geglückt. Zusammen mit ihrer Tochter ist sie auf RTL in dem Format Wunderbar anders wohnen zu sehen. Eine Expertenjury bestehend aus Architekten, Maklern und Einrichtungsprofis bekommt hier immer drei außergewöhnliche Wohnungen oder Häuser gezeigt. Die Jury vergibt Punkte und das Objekt mit der höchsten Punktzahl erhält 1000 Euro. Claudia Gülzow freut sich tierisch über die neue Chance vor der Kamera und meinte gegenüber Bild: "Ich war damals sehr deprimiert. Auf diese neue Chance habe ich lange gewartet. Das macht mich gleich 30 Jahre jünger." Nur privat hat die Maklerin noch einen Wunsch. Ein neuer Mann soll kommen. Aber auch den wird die Kultmaklerin sicherlich finden.